Am 1. Januar 2011 startete das Bundesprogramm Toleranz fördern, Kompetenz stärken. Dieses setzte sich aktiv für die Förderung von zivilem Engagement und demokratischem Verhalten ein. Nach erfolgreichen 4 Jahren wurde das Programm beendet. Ab sofort läuft das Nachfolgerprogramm Demokratie leben. Demokratie leben hat ein erweitertes Themengebiet. Das heißt, wir werden zwar weiterhin gegen Rechtsextremismus, gegen Fremdenfeindlichkeit und für Demokratie arbeiten, aber es sind auch andere Schwerpunkte dazugekommen, zum Beispiel das wertschätzende Miteinander zwischen Generationen, also zwischen Jung und Alt, zwischen Nichtbehinderten und behinderten Menschen. Wir wollen auch ganz gezielt daran arbeiten, dass junge Migrantinnen und Migranten hier ihre eigene Position finden. Das heißt, dass sie aus ihrem Herkunftsland und aus ihrer neuen Heimat, was Deutschland ja sein soll, einfach eine Position finden, wie sie für sich persönlich beides unter einen Hut bringen und diese Werte, die wir hier in Deutschland haben, einfach mitvertreten können. Die Sitzung des Begleitausschusses fand am 24. Februar 2015 um 14 Uhr im Kreistagssaal der Kreisverwaltung in Pirmasens statt. Mit 40,5 Millionen Euro wird das neue Programm von dem Bundesfamilienministerium für Familien, Senioren und Jugend gefördert. Wie auch beim Vorgängerprojekt Toleranz fördern, Kompetenz stärken, wird es wieder verschiedene Veranstaltungen geben. Es wird auch im neuen Bundesprogramm wieder Projekte geben. Auch hier gibt es Projektträger, die Anträge stellen können. Wir werden jetzt im April das Konzept für den Landkreis Südwestpfalz ausarbeiten. Dann wird ein Projektaufruf erfolgen. Das heißt, wir werden dann die Träger auffordern, Projektideen einzureichen. Diese Projektideen werden, wie wir es vom Vorgängerprogramm kennen, in einem lokalen Begleitausschuss, den wir heute konstituiert haben, entschieden werden. Das heißt, der Begleitausschuss entscheidet, welche Projekte kommen zum Tragen und erhalten Förderung in welcher Höhe. Seit Anfang des Jahres 2015 setzt sich Demokratie leben aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit ein. Nachdem die Stadt Pirmasens schon ihre erste Sitzung zum neuen Bundesprogramm Demokratie leben abhielt, folgte nun auch der Landkreis. Die Begrüßung und Programmeinweisung des Kreisbeigeordneten Ernst Hügel bezog sich gleich auf Probleme mit Ausländerfeindlichkeit im Landkreis. Teilnehmer der Sitzung waren die zukünftigen Begleitausschussmitglieder sowie interessierte Kooperationspartner von Schulen und anderen Einrichtungen. Zudem erläuterte Ernst Hügel, sei die unterdurchschnittliche Arbeitsdichte eine große Bedrohung für die Demokratie im Landkreis sowie in der ganzen Republik. Den Posten der Fach- und Koordinierungsstelle übernimmt wie beim Vorprogramm Toleranz fördern, Kompetenz stärken wieder Marika Keller. Sie stellte in der ersten Sitzung den Anwesenden eine Übersicht aller Informationen des Bundesprogramms vor. Die Sitzung ist eine Auftaktveranstaltung. Wir wollen der breiten Bevölkerung, allen Bürgerinnen und Mitbürgern das Bundesprogramm vorstellen, genauso wie die Mitwirkungsmöglichkeiten, die es im Bundesprogramm gibt. Außerdem haben wir auch eine intensive Arbeitsphase geplant. Das heißt, wir werden heute hier vor Ort basierend auf den Erkenntnissen des Vorgängerprogramms Toleranz fördern, Kompetenz stärken, aber auch basierend auf einer Umfrage, die im Vorfeld zur Konferenz stattgefunden hat, verschiedene Dinge entwickeln. Zum einen Ziele, die wir in den nächsten 5 Jahren, solange läuft das Bundesprogramm, ja erreichen wollen. Dann aber auch Projektideen, wie wir diese Ziele letztlich umsetzen wollen. All das wollen wir heute hier erarbeiten. Dem Landkreis stehen 55.000 Euro jährlich zur Verfügung, wobei man in diesem Jahr noch 10.000 Euro extra beantragen könnte. Die gesamte bundesweite Fördersumme im Jahr 2015 beläuft sich auf rund 40,5 Millionen Euro. 2015 bis 2019 wird das Bundesprogramm laufen. Schon im Vorfeld der Sitzung gingen Vorschläge und Bereiterklärungen für neue Projekte ein.
Neue Ideen gab es auf Basis dieser Befragung. Da haben wir eine ganze Fülle von Projektideen bekommen. Anträge noch nicht. Die Antragstellung kann ab 15. Mai, da erfolgt der offizielle Aufruf, erfolgen. Nächster Punkt in der Tagesordnung war das Aufschreiben dieser Ideen auf aushängenden Plakaten. Viele neue Projekte und Aktionen wurden von den Teilnehmern zu Papier gebracht. Ab dem 15. Mai 2015 wird dann entschieden, welche Projekte und Kooperationen realisiert werden. Nach einer schriftlichen Antragstellung auf Förderung der Einzelprojekte hatten die Antragstellenden Ende Juni die Gelegenheit, ihre Projekte dem Begleitausschuss des Bundesprogramms Demokratie leben präsentieren zu können. Der Begleitausschuss entscheidet dann über die Bewilligung der jeweiligen Projekte. Das Projekt unter der Trägerschaft der Jugendfeuerwehr Schmitzhausen fand bereits am letzten Juniwochenende statt. In einem internationalen Zeltlager in Kooperation mit der Feuerwehr Walferdange aus Luxemburg sollten Jugendliche für eine Gemeinschaft über Landesgrenzen hinaus stark gemacht werden. Der Internationale Bund bietet Kindern im Vorschulbereich ein Musik- und Kunstprojekt, in dem sich die Kinder mit dem Thema Demokratie auseinandersetzen und am Ende ein gemeinsames Demokratielied aufnehmen. Die Kreisvolkshochschule Südwestpfalz bietet für Deutschkursteilnehmer mit Migrationshintergrund ebenso eine sozialpädagogische Betreuung für Alltagsprobleme an. Das Mehrgenerationenhaus des ASB in Waldfischbach-Burgalben möchte durch Sprachkurse und andere Mittel Flüchtlinge und vor allem geflüchtete Frauen integrieren. Das Ottfried-von-Weißenburg-Gymnasium in Dahn unterstützt zusammen mit kirchlichen Initiativen Flüchtlinge vor Ort. In der Schule selbst werden sich durch Toleranzzeitung, Schul-TV und Einzelworkshops die Schüler mit dem Themenbereich auseinandersetzen. Der Internationale Bund richtet sich mit einem Projekt an junge Menschen aus muslimischen Herkunftsländern und bietet ihnen eine Aufarbeitung und Auseinandersetzung mit der persönlichen Situation. Damit soll Flüchtlingen die Integration erleichtert werden. Die Mitglieder des Begleitausschusses entschieden auf Basis der Präsentationen und Bewerbungsunterlagen, alle beantragten Projekte mit einer Fördersumme von rund 26.40 Euro zu unterstützen. Nun können die ersten Projekte beginnen. Für 2015 stehen außerdem noch rund 4.000 Euro für weitere Projekte zur Verfügung. Bei angenehmen Sommertemperaturen und regem Besuch fand das Landesjugendring-Spielfest am 26. Juli im Bürgerhaus in Heltersberg statt. Vor Ort war auch ein kleiner Stand des Bundesprogramms Demokratie leben, betreut von der Projektkoordinatorin Marika Keller. In Zusammenarbeit mit dem Bundesprogramm steht auch das neu gegründete Jugendforum, das im Halbstundentakt jeweils Filme über Integration vorführte. Natürlich hat das Landesjugendring-Spielfest darüber hinaus ein breites Angebot mit sozialen Hintergründen. Heute wird viel geboten. Es sind die ganzen Jugendverbände auf Kreisebene da, die dann sowohl aus dem sportlichen Bereich wie auch aus dem musikalischen Bereich und auch bei den Kirchen sowie auch bei den Tastschreibern, was ja nicht nur unbedingt als Sport gilt, sondern eben auch mehr oder weniger was mit Intelligenz zu tun hat und Bildung. Im Außenbereich gab es viele unterschiedliche Stationen, egal ob Gummistiefelweitwurf oder Bogenschießen. Für jeden war etwas dabei. Wer vom vielen Toben erschöpft war, der konnte sich auch eine Auszeit am Imbiss und Getränkestand gönnen. Für die Kinder war es wichtig, alle Stationen zu absolvieren. Die sollen also die jeweiligen Stationen anlaufen und sollen dort eine Unterschrift holen. Die Unterschrift kriegen sie dann, wenn sie sich eben mit der jeweiligen Aktivität beschäftigt haben oder auch die Olympiade mitgemacht haben. Eine besondere Station war die Tanzworkshop-Area, bei der man zuschauen konnte, wie sich trainierte Tänzerinnen und Tänzer zu rhythmischen Musikstücken bewegten. Vor dem Bürgerhaus standen noch einige kleine Roller und Räder bereit, für die Kinder, die das Verlangen nach Bewegung hatten. Wer dadurch immer noch nicht auf seine Kosten kam, der konnte die Hüpfburg anvisieren, um sich dort endgültig auszutoben. Der Kreisjugendring ruht sich jedoch nicht auf seinen Lorbeeren aus, sondern blickt mit Zuversicht in die Zukunft. Es ist natürlich wieder vorgesehen, dass
Preis Jugendringspiel fest im nächsten Jahr. Da laufen die Planungen natürlich. Ansonsten bieten wir natürlich wie jedes Jahr die Juleika-Schulungen an, die dann eben für die größeren Jugendlichen, sozusagen für den Nachwuchs, eben angeboten werden. Ansonsten wird in den nächsten Sitzungen eben noch über das Projekt Demokratie Leben gesprochen, da ja das Jugendforum eingerichtet werden soll. Kinder und Jugendliche sowie die Veranstalter waren mehr als zufrieden mit dem Fest und freuen sich bereits auf lokale Jugendveranstaltungen und natürlich auf das Spielfest im nächsten Jahr. Am 27. August fand die erste Jugendforumsitzung des Landkreises Südwestpfalz mit Kreisjugendpfleger Wolfgang Giesen im Kreisvolkshochschulgebäude in Dahn statt. Das Jugendforum wurde vom Bundesprogramm Demokratie Leben gegründet und soll Jugendliche motivieren, ihre Ideen und Vorschläge für Integration in die Tat umzusetzen. 5 engagierte Jugendliche aus dem Dahner Felsenland und der Verbandsgemeinde Hauenstein kamen zu diesem ersten Zusammentreffen. Diese Jugendforen existieren jedoch nicht nur in Rheinland-Pfalz, sondern bundesweit. Demokratie Leben ist eine bundesweite Initiative des Bundesministeriums. Es ist von daher deutschlandweit, genauso in München wie in Berlin, wie in Hamburg oder eben in der Südwestpfalz. Und ja, das Projekt, wie der Name schon sagt, es geht um Demokratie, es geht um Teilhabe, es gelebte Demokratie. Und das Projekt Demokratie Leben stellt dafür auch sehr viele Fördermittel zur Verfügung, das natürlich sehr gut ist, weil dadurch können die Jugendlichen eben ihre Projekte dann auch wirklich sich leisten, umsetzen und auch bezahlen. Man schaute sich gemeinsam einen Film über Andersartigkeit an und beschäftigte sich anschließend ausgiebig mit diesem Thema. Anwesend war auch Kreisjugendringmitglied Sven Greiner. Er engagiert sich ehrenamtlich in Jugendtreffs und anderen Jugendeinrichtungen in der Südwestpfalz. Er hat einen sehr guten Draht zu den Jugendlichen. Bei dem Hauptthema Asylbewerber sprudelten die Ideen förmlich aus den Jugendlichen heraus. Genau für dieses Ideensammeln und Kennenlernen gab es die erste Sitzung. Jugendliche sagen immer, ja, sie haben ihre Interessen und Bedürfnisse und keiner hört auf sie. Und das Jugendforum ist genau eigentlich die perfekte Gelegenheit, um den Jugendlichen die Plattform zu geben, die sie sich gerade wünschen. Sie können Projekte organisieren, sie können ihre Interessen durchsetzen, sie können Fragen stellen, sie können Initiativen ergreifen, wo ihnen der Schuh drückt, was sie machen möchten, wo für die Jugendlichen die interessanten Themen sind, die möglicherweise ganz anders sind als das, was wir Erwachsenen uns so vorstellen. Auch zukünftig wird man sich darum kümmern, dass weiter solche Treffen zustande kommen. Tatkräftig wird der Kreisjugendring den beteiligten Jugendlichen bei ihren Projekten und Ideen zur Seite stehen. Natürlich dürfen und sollen auch Fördermittel verwendet werden. Die Jugendlichen freuen sich bereits auf die Zukunft des Projektes und den Auswirkungen auf den Landkreis. Der Landkreis Südwestpfalz lud die Einzelprojektträger am 15. September in die Kreisverwaltung Südwestpfalz zum Begleitausschuss Demokratie Leben. Die Einzelprojektträger informierten über den aktuellen Stand ihrer Projekte und stellten erste Zwischen- bzw. Endergebnisse vor. Ernst Hügel, erster Beigeordneter des Landkreises Südwestpfalz, lobte das Engagement der Bürger und die vielseitigen Angebote. Neben Projekten für alle Altersgruppen gibt es auch länderübergreifende Projekte. Erwünscht ist grundsätzlich alles, was der Überschrift Demokratie lebt, dient. Das heißt, alles, was Toleranz fördert, was jetzt gerade unser aktuelles Flüchtlingsproblem zumindest hilft zu lösen oder zu lindern, was eben auch den Menschen hier hilft. Der Bund hat die Fördergelder aufgestockt, sodass Mittel für neue Projekte zur Verfügung stehen. Im Rahmen des Begleitausschusses wurden neue Projektideen vorgestellt und besprochen.
Bis zum Laufzeitende des Programms Demokratie leben 2019 werden noch einige Fördergelder fließen und neue Projekte angeboten. Nach dem erfolgreichen internationalen Zeltlager der Jugendfeuerwehr trafen sich die deutschen Teilnehmer am 18. September 2015 zu einem Nachtreffen. Dieses diente dazu, sich noch einmal gemeinsam an das Wochenende und das Gelernte zu erinnern. Die Idee zu diesem Projekt entstand schon letzten Winter. Die Gemeinde Schmitzhausen, die hat schon seit 1971 eine Partnerschaft mit verschiedenen europäischen Städten oder Dörfern und unter anderem auch mit Wallerfangen. Und da kam uns einfach die Idee, das Ganze ein bisschen auszubauen auf die Jugendfeuerwehr. Die 10- bis 16-jährigen deutschen und luxemburgischen Teilnehmer konnten viel voneinander lernen und entdeckten soziale und kulturelle Unterschiede, aber auch Gemeinsamkeiten. So wurden schnell Freundschaften geschlossen. Das Ziel des Projektes war einfach, dass die Jugendlichen so ein bisschen die Hemmung verlieren vor den, in Anführungszeichen, Ausländern. Ja, dass man einfach sieht, das ist genauso ein Mensch wie du und ich. Und auch die Sprachbarriere war dann halt auch kein Thema, weil die ganzen Luxemburger sprechen sehr, sehr gut Deutsch. Von daher war das, ja, ich denke, rundum eine gelungene Sache. Angeboten wurde neben gemeinsamen Zelten, Kochen und sportlichen Aktivitäten auch Ausflüge zu Burg Fleckenstein bei Lembach und zum Baumwipfelpfad in Fichbach. Außerdem gab es abendliches Stockbrotessen am Lagerfeuer und eine Nachtwanderung. Für die Jugendlichen gab es viel zu entdecken. Das Zeltlager war richtig gut. Die Ausflüge waren ganz besonders. Und was am besondersten war, dass wir neue Freunde kennengelernt haben. Das Zeltlager kam bei den Jungen und Mädchen der Jugendfeuerwehr so gut an, dass schon Folgeprojekte geplant sind. In 1 bis 2 Jahren will man das Zeltlager in Luxemburg wiederholen, um eine friedliche Zusammenarbeit auf europäischer Ebene zu schaffen. Ein Zeichen setzen im Kampf gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit. Das möchten die Teilnehmer des Programms Demokratie leben hier in der Südwestpfalz tun. Koordinatorin Marika Keller stellte einige Projekte bei der zweiten Konferenz vor, mit denen die Initiatoren die Demokratie und Vielfalt in der Region fördern möchten. Wir haben insgesamt 9 Projekte, die in der Umsetzung sich befinden. Und das beginnt im Vorschulbereich mit Kita-Projekten. Das geht über Projekte, die im Mehrgenerationenhaus in Waldfischbach stattfinden. Da geht es um die Weiterbildung von Alltags- und Sprachlotsen, damit die einfach so ein bisschen Handwerkszeug mitbekommen für ihre schwierige Aufgabe in der Betreuung von geflüchteten Menschen. Es gibt aber auch Projekte, die einfach Tandems bilden zwischen geflüchteten Menschen und Ortsansässigen hier in der Südwestpfalz, dass man einfach zeigt, man kann gut miteinander auf dem Weg sein. Es gibt Projekte, die aufzeigen, welche Möglichkeiten junge Menschen mit Migrationshintergrund haben, hier ihren eigenen Weg zu finden, die Werte, die sie mitbringen, mitzunehmen, aber gleichzeitig auch zu integrieren in unser Wertesystem hier und in diesem Wertesystem sich zurechtzufinden und ihren Platz zu haben. Das Bundesprogramm stellt den Kommunen für die Umsetzung einer Partnerschaft jährlich bis zu 55.000 Euro zur Verfügung. Nachdem es für die Partnerschaft für Demokratie hier in der Südwestpfalz 2 Aufstockungen gab, konnten insgesamt 75.000 Euro in die laufenden Projekte fließen. Marika Keller ist derzeit sehr zufrieden mit den Ergebnissen der Einzelprojekte. Perfekt läuft, glaube ich. Nichts auf der Welt, da wird man schön Färberei betreiben, das tun wir ja ganz bewusst nicht. Wenn ein Projektträger Probleme hat, dann meldet er das direkt zurück und wir steuern gegen. Es ist aber im Moment so, dass die Projekte wirklich alle auf einem guten Weg sind. Wir haben ein Projekt, wo der Projektverantwortliche jetzt gerade beruflich gewechselt hat. Da muss man ein bisschen nachsteuern und umstrukturieren, aber da sind die Leute auf dem Weg. Ansonsten läuft das alles sehr gut. Wir haben Projekte, die sehr viel Fingerspitzengefühl bedürfen. Sie können sich vorstellen, wenn ein junger Mensch, der traumatisiert hierher kommt, innerhalb eines solchen Projekts den Weg finden soll, von seiner Flucht zu dem hier ankommen,
dahin, sich auf den Weg zu machen, hier seinen Platz zu finden. Das ist eine große Strecke und ein sehr ambitioniertes Ziel, das in so einem Projekt umzusetzen. Die pädagogische Leiterin der Volkshochschule Südwestpfalz, Dr. Julia Wilhelm, stellte die beiden Best-Practice-Projekte vor. In einem der beiden geht es um die Demokratieförderung und Extremismusprävention. Und bei dem anderen um eine sozialpädagogische Begleitung von Deutschkursen an der Kreisvolkshochschule. Ab November kann man bereits neue Projekte für das kommende Jahr 2016 einreichen. Der Begleitausschuss entscheidet dann Ende des Jahres, mit welchen Projekten im neuen Jahr gestartet wird. In der Jugendkulturwerkstatt in der Glockenstraße 12 bis 20 in Pirmasens haben Flüchtlinge die Möglichkeit, innerhalb eines Kreativworkshops neue Kontakte zu knüpfen. Unter dem Motto Zukunft zusammen, Chance für alle bietet der Internationale Bund zusammen mit der JUKOW Pirmasens das Projekt an. Es findet im Rahmen des Bundesprogrammes Demokratieleben vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend statt. In dem Demokratieleben geht es ja um Demokratieförderung, auch Minderheitenschutz gegen Xenophobie, Rechtsradikalismus auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch um Willkommenskultur. Und das ist ein Projekt, das eigentlich in dem Bereich Willkommenskultur anzusiedeln ist. Die 30 Teilnehmer des Projektes sind Flüchtlinge aus Ländern wie Syrien, Eritrea, Somalia und Afghanistan, die jetzt in den Städten Pirmasens und Zweibrücken sowie dem Landkreis Südwestpfalz eine neue Heimat gefunden haben. Das Thema des Projektes ist ja Zukunft zusammen, Chance für alle. Und letztendlich geht es darum, Menschen, die jetzt noch gar nicht so lange hier sind, einige Monate oder maximal ein Jahr, aus Stadt und Umgebung zusammenzubringen und auf malerische Art und Weise eben erzählen lassen, was sie erlebt haben, ihre Geschichte erzählen lassen. Ja? Weil viele Möglichkeiten zu kommunizieren haben sie weder sprachlich momentan noch von der Gelegenheit her. Und deshalb ist die malerische Arbeit enorm wichtig und die nutzen das auch toll. Der Künstler Puya Nemati und der aus Äthiopien stammende Berliner Gastkünstler Engedagit Amede leiten den multikulturellen Workshop. Alle, fast alle, die haben nie Kunst gearbeitet. Sie haben nie Kunst gemacht. Diese Frage, wie kann ich meine Idee als Kunstwerk etwas zu machen? Da war ganz viele Probleme, nicht ganz Problem mit Sprache. Muss man immer erklären, alles, wenn ich sprach, mit meiner Sprache, mit Englisch, mit Arabisch, alles möglich. Aber mit Kunst ist es ein bisschen einfacher zu zeigen. Ziel ist es, die eigenen Gefühle zu den Themen Flucht, Heimat und Zukunft auf die Leinwand zu bringen und diese Gefühle mit anderen zu teilen. Die Resonanz ist insofern großartig, weil man sieht, dass die Kleinen, also die Jugendlichen und die Kinder sowieso Spaß an der Malerei haben, aber vor allem, was mich auch jetzt groß überrascht hat oder freut, ist eben, dass das gerade auch Erwachsene, die Eltern von dieser Chance wirklich bewusst Gebrauch machen und das fast nahezu wie eine Therapie für sich nutzen. Ja? Weil es sind Menschen, die haben ganz schlimme Sachen erlebt in den letzten Monaten, auf dem Weg daher, aber auch davor. Neben den Bildern, die die Flüchtlinge malen, werden auch interkulturelle Tandemposter erstellt. Diese Poster zeigen Flüchtlinge und Einheimische, die gemeinsam für ein Selfie posieren. Hier vor dem Greenscreen mache ich die Tandembilder. Das heißt, wir nehmen immer wieder zwei Personen, die machen sozusagen ein Selfie. Die nehmen dann Handy in die Hand und können sich erstmal anschauen, weil jeder mag das. Das ist eine Momentaufnahme. Und dann schauen sie aber in dem Moment in meine Kamera, da das alles hochwertig sein soll und daraus sollen diese Plakate entstehen. In dem Zeitraum vom 19. bis zum 24. Oktober 2015 konnten die Teilnehmer ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Die Tandemposter werden Ende Dezember an öffentlichen Plakatflächen im Landkreis Südwestpfalz sowie in Pirmasens und Zweibrücken ausgestellt. Damit soll das Gemeinschaftsgefühl von Einheimischen und Flüchtlingen gestärkt werden.
Nachdem während der vorherigen Sitzung des Jugendforums erste Ideen gesammelt wurden, ging es im Forum vom 5. November 2015 im Volkshochschulzentrum in Dahn in erster Linie um die Präsenz in der Öffentlichkeit. Für das Jugendforum entschieden sich die 6 anwesenden Jugendlichen für das Motto »Ohne dich geht es nicht« und ein passendes Logo. Dieses soll vor allem auf Plakaten in Schulen und auf Stofftaschen gedruckt werden, um auf das Projekt aufmerksam zu machen. Außerdem soll auf der seit dem ersten Treffen entstandenen Facebook-Seite einmal wöchentlich ein aktuelles Gesprächsthema aufgegriffen werden, das zum Diskutieren der Jugendlichen anregen soll. Ein weiteres Thema während der Sitzung war die anstehende Wochenendfreizeit mit dem Thema Sport gegen Gewalt. Diese wird vom TV Hinterweidenthal und Jugendforum Wasgau in Kooperation mit dem Kreis Jugendring Südwestpfalz veranstaltet und findet vom 20. bis 22. November an der Wolfsägerhütte bei Fischbach statt. Mit dem Motto »Ohne dich geht es nicht« setzt das Jugendforum einen Appell an die Jugend, sich in der Region zu engagieren. Jeder kann vorbeikommen und eigene Projekte vorschlagen. Das nächste Jugendforum findet am 26. November 2015 im VHS-Zentrum in Dahn statt. Im Café am Bahnhof in Waldfischbach-Burgalben findet einmal wöchentlich das Café International statt. Es dient als Anlauf- und Beratungsstelle und stellt einen ersten Kontakt zwischen Flüchtlingen und Ehrenamtlichen her. Die sind alle total froh, dass sie halt hier eine Anlaufstelle haben. Die Ehrenamtlichen, die kommen hier mit den Flüchtlingen zusammen in Kontakt. Und ich würde sagen, das Feedback ist sehr gut, weil wir haben einen regen Zulauf. Alle, die neu hier im Ort sind, bekommen von der Verbandsgemeinde einen Flyer, dass hier diese Veranstaltung ist. Und die meisten kommen auch tatsächlich hier vorbei. Also es gibt einige wenige, die wir nicht erreichen. Ein wichtiger Schritt im Bereich der Integration ist das Erlernen der deutschen Sprache. Neben dem Starthilfekurs der Kreisvolkshochschule werden noch 4 weitere Sprachkurse von Ehrenamtlichen im Café International angeboten. Die 70 Flüchtlinge aus Ländern wie Somalia, Eritrea und Syrien zeigen sich an der Integration in der Gemeinde interessiert. So gibt es auch über das Café hinaus Angebote von Ehrenamtlichen an Interessierte. Ob die Unterstützung bei alltäglichen Dingen wie Einkaufen oder gemeinsame Freizeitaktivitäten wie Ausflüge oder Sport machen. So werden die Menschen in Waldfischbach-Burgalben in die Gesellschaft integriert. Die Starthilfe in der Kreisvolkshochschule Dahn ermöglicht es Menschen mit Migrationshintergrund, sich schneller und einfacher in die deutsche Kultur einzuleben. Ein wichtiger Bestandteil ist hierbei die deutsche Sprache. Es werden geschlechter- und generationsübergreifende Kurse angeboten, die je nach Kurs von Kindern bis zu Senioren besucht werden. Von Juli bis Dezember 2015 laufen die Deutschkurse kreisweit etwa 8 Stunden pro Woche. Die pädagogische Leiterin der Kreisvolkshochschule Südwestpfalz, Dr. Julia Wilhelm, plant zusammen mit den Verbandsgemeinden auch die Besetzung und Durchführung der nächsten Deutschkurse in 2016. Wir wachsen im Moment mit der Herausforderung und sehen das Ganze auch als große Chance, weil wir natürlich auch nicht jetzt vorhersehen können, wie es im nächsten Jahr weitergeht, welche Zahlen auf uns zukommen, welche Bedürfnisse auf uns zukommen. Wir arbeiten ja mit Menschen und da ist alles ganz, ganz individuell. Aber der Plan ist schon, dass wenn die Kurse jetzt im Februar auslaufen, dass wir mit der nächsten Kursrunde starten können. Die gehen ja dann immer ungefähr 4 Monate. Und was für uns im nächsten Jahr auf jeden Fall ein Schwerpunkt wird, sind die Integrationskurse. Referent Norbert Kircher leitet die Sprachkurse und bringt den Teilnehmern nicht nur die deutsche Sprache bei, sondern auch gesellschaftliche und kulturelle Strukturen. Da unter den Teilnehmern auch viele junge Mütter sind, hat man dank ehrenamtlicher Hilfe auch eine gleichzeitig laufende Betreuung für Kinder eingerichtet.
In dem Fall war es tatsächlich so, wir haben den Kurs anlaufen lassen und dann hieß es, wir haben diese jungen Mütter, die gerne teilnehmen würden und die nicht teilnehmen könnten, wenn es nicht eine Betreuung gäbe. Und da sind dann die Ehrenamtler an uns rangetreten, die Teilnehmer an uns rangetreten, die Teilnehmerinnen in dem Fall ganz konkret. Und dann haben wir das hier mitgeholfen, aus der Wiege zu heben. Das Projekt im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben kann hoffentlich in Zukunft über den Unterricht hinaus individueller auf die Probleme und Fragen der Teilnehmer eingehen. Die Anmeldung für die Deutsch- und Integrationskurse läuft über die Verbandsgemeindeverwaltung und ist kostenfrei. Derzeit findet der Deutschkurs im VHS-Zentrum in Dahn jeden Dienstag und Donnerstag von 14 Uhr bis 16.15 Uhr statt. Da die aktuelle Flüchtlingsproblematik in Dahn und im Landkreis immer mehr eine Rolle spielt, hat sich das Ottfried-von-Weißenburg-Gymnasium dafür entschieden, im Rahmen des Bundesprogramms von Demokratie leben eine Reihe von Projekttagen durchzuführen. Die Themen Toleranz und Demokratie sollen hier im Mittelpunkt stehen. Nach der offiziellen Begrüßung in der Bibliothek des OWGs teilten sich die Schüler in ihre zuvor gewählten Workshops ein. Darunter waren viele Diskussionsrunden, Gruppen, die sich auf Fremdenverständlichkeit konzentrierten, oder das schuleigene Kamerateam, das dokumentieren und informieren soll. Der Schulleiter des OWGs, Dr. Thomas Neuberger, sieht die Projekttage als sehr sinnvoll an, auch wenn derzeit noch kaum Flüchtlingskinder auf der Schule sind. Wir haben de facto einen syrischen Migranten oder Asylsuchenden jetzt als Schüler. Aber ich denke, da wird noch einiges auf uns zukommen. Und die Problematik ist aber ja überall im Unterricht und die Schüler sprechen das an, auch die Schülervertretung. Ich glaube, da ist ein großes Bewusstsein und zwar auch ein sehr realistisches Bewusstsein, dass das nicht nur eine theoretische Frage ist, sondern dass da auch praktische Herausforderungen verbunden sind. Um in Zukunft Hass, Gewalt und Intoleranz gar nicht erst entstehen zu lassen, soll die Problematik der Menschen- und Fremdenfeindlichkeit hier mit Hilfe von Aufklärung und Auseinandersetzung mit dem Thema gelöst werden. Hand in eine schöne gemeinsame Zukunft gehen. Das wünschen sich die geflüchteten Menschen, die hier in der JUKW zusammen mit den Mitarbeitern der Einrichtung an dem Projekt Zukunft zusammen, Chance für alle gearbeitet haben. Bei diesem spannenden Projekt haben sich Flüchtlinge und einheimische Ehrenamtliche getroffen und haben zusammen ein Kunstprojekt gestaltet. Sie haben über ihre persönliche Situation erstmal gesprochen, haben sich ausgetauscht und dann haben sie Kunstwerke erstellt, die sich natürlich auch sehr stark mit ihrem Background, mit ihrem Thema, dem Thema der Flucht, dem Thema der Vergangenheit, aber auch dem Thema der Zukunft beschäftigt haben. Daraus wurde dann in einem zweiten Schritt wurden Bilder angefertigt, die dann später auf großen Plakaten sowohl im Landkreis wie auch in der Stadt Pirmasens und in Zweibrücken ausgestellt werden, beziehungsweise es gibt Plakatwände, die dann in dem ganzen Gebiet plakatiert werden. Insgesamt 21 dieser Plakate wurden in der JUKW angefertigt, so dass in jedem Gebiet 7 zum Einsatz kommen. Die von den ca. 30 Flüchtlingen gemalten Bilder wurden neben den Plakaten auch bei der Vernissage in der JUKW ausgestellt. Hier konnte man die verschiedenen Zeiten, die Flüchtlinge durchlebt haben, gut erkennen. Begonnen von der Zeit vor dem Terror und Krieg in ihrer Heimat, über die Flucht bis zur Ankunft hier in Deutschland. Während der offiziellen Eröffnung bedanken sich die Mitarbeiter der JUKW bei der Koordinatorin des Programms Demokratie leben Pirmasens, Marika Keller, für ihre Hilfe und außerordentliches Engagement. Die Beigeordneten Helga Knär für Pirmasens, Peter Spitzer vom Landkreis und Henno Piermann aus Zweibrücken ergänzten in ihren Reden, wie stolz sie seien, dass solch ein tolles Ergebnis bei diesem Projekt erzielt wurde. Für das kommende Jahr 2016 ist seitens der JUKW einiges im Bereich Integration geplant.
Die Resonanz des Bundesprogramms Demokratie Leben in der Südwestpfalz war auch in diesem Jahr sehr gut. Insgesamt 11 Projekte wurden in den verschiedensten Bereichen erfolgreich umgesetzt. Beginnen von Projekten in Kitas über Projekte mit geflüchteten jungen Menschen bis hin zur Aufstockung unserer Vielfalt-Mediathek, die wir gegründet haben. Also querbeet von Schulprojekt über Kita-Projekt, alles dabei. Für das kommende Jahr 2016 seien bisher 5 Projektanträge eingegangen. 3 dieser Projekte wurden im Rahmen der Begleitausschusssitzung Anfang Dezember in der Kreisverwaltung vorgestellt. Kreativ-kulturelle Kita- und Schulprojekte, Projekte zur Integration mit Flüchtlingen und das ganz neu ins Leben gerufene Jugendforum, das sich unter anderem um Jugendliche mit Migrationshintergrund kümmert. Die anderen 2 Projekte seien zurzeit noch nicht bereit zur Umsetzung. Der Begleitausschuss entscheidet dann, welche er für förderwürdig erachtet von den heute vorgestellten Projekten. Und sobald die Zusage des Bundes vorliegt, können die Projekte dann im nächsten Jahr starten. Laut Marika Keller werden in den nächsten Wochen noch weitere Projekte zur Demokratieförderung in der Südwestpfalz dazukommen. Sie wisse bereits von weiteren 5 Projekten, die sich zurzeit in der Entwicklung befinden. Im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie Leben lud die Jugendkulturwerkstatt Pirmasens zur Abschlussveranstaltung des Projekts Wir sind bunt ein. Mit dabei waren auch Kinder des deutsch-französischen Kindergartens in Liederschied. Ziel des Projektes war es, den Kleinen das demokratische Verständnis näher zu bringen. Während den Musikworkshops war das Ziel natürlich auch, dieses demokratische Verständnis ein bisschen auszubauen, überhaupt mal zu gucken, inwiefern haben die Kinder schon ein Gespür für Demokratie. Natürlich nicht unter dem Namen oder dem Wort oder dem Begriff, der war für die natürlich noch total fremd. Aber man hat doch gemerkt, dass im Alltäglichen immer wieder demokratische Prozesse ganz natürlich mitgekommen sind oder entstanden sind. Unter dem Motto Wir sind bunt konnten die Kinder bei einem Malworkshop ihrer Kreativität freien Lauf lassen und künstlerisch ausdrücken, wie sie das Wort Demokratie verstehen. Dort konnte auch der Leiter des Projekts, Puja Nemati, noch einiges von den Kindern in Sachen Malen lernen. Ja, also Kinder, gerade in dem Kindergartenalter, sind ganz großartige Maler. Ne? Also ich muss sagen, ich bin dann eher selbst der Lernende bei dem Ganzen, auch wenn ich der Dozent bin. Und malen können sie alle ganz großartig. Also zeichnen sowieso, aber auch die Malerei mit Acrylfarben, ob auf Papier oder auf Leinwand, haben sie ganz großartig gemacht. Und sie waren auch ganz offen für die Farbmischung und die waren auch ganz offen für die Kompromisse, die einzugehen waren, wenn man gemeinsam arbeitet. Also insgesamt bin ich sehr zufrieden. Neben dem Kunstworkshop wurde auch eigens mit den Kindern ein Song komponiert. Die Kinder konnten sich einbringen und so den Text mitentscheiden. Doch musste man ihnen am Anfang erstmal die musikalischen Grundkenntnisse beibringen. Bezogen auf die Musik war das so, dass wir zum Teil musikalische Früherziehung gemacht haben. Also wirklich ganz klassisch von ein Gefühl für laut, leise, ein Gefühl für erste Noten und so weiter zu bekommen. Und dann am Ende mit dem Wissen, das sie erlangt haben, auch ein Lied zu schreiben, einen Text zu komponieren, der dann im weitesten Sinne auch von der Demokratie oder um die Demokratie geht, von der Demokratie handelt, wie auch immer. Das Projekt zeigt, dass auch im jungen Alter Demokratie verstanden wird und für die Kinder jeder gleich ist, egal welcher Nationalität oder Hautfarbe.
Sowohl die JUKOW als auch der Kindergarten Liederschied hofften am Ende der Abschlussveranstaltung, dass es nicht die letzte Zusammenarbeit gewesen ist.